und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und meiner Tochter Michelle, die heute wieder einen richtig, richtig coolen Haul für euch hat, nämlich einen Shein Back to School Haul. Sie hat sich richtig coole Outfits für die Schule ausgesucht und die wird sie euch zeigen. Wir haben auch wieder einen Rabattcode für euch, meine Lieben, und zwar könnt ihr nämlich mit BTS 2419 entweder 15% sparen ohne Mindestbestellwert oder sogar 20% ab 59 Euro Mindestbestellwert. Ich werde euch die Links wie immer unten in die Info packen von den ganzen Pieces, die sich die Michelle ausgesucht hat, und auch den Rabattcode reinschreiben natürlich. Der Rabattcode gilt bis 30. September, aber es stehen eh alle Details und Infos unten in der Infobox, also einfach unten mal abchecken. Und ich würde mal sagen, legen wir los, Michelle, und du zeigst uns mal das, was du dir ausgesucht hast. Als erstes haben wir hier so ein T-Shirt, das ist so ein Crop-Top sozusagen. Also bauchfrei. Also bauchfrei. Und es hat so, also die Ärmel sind abgeschnitten sozusagen. Also sie meint, nein, Tanktop heißt das ja. Also. Achso, dann ein Tanktop. Moment mal, aber das siehst du so an oder ist Sport? Ja, so an. Ist das nicht zu viel Bauch? Nein. Okay. Das ist länger als das jetzige, was ich habe. Okay, also gut, das ist quasi, Bauchnabel ist nur ein bisschen frei. Ja. Ah, okay, dann ist das okay. Dann, boah, das schaut ja richtig cool aus. Dann habe ich dieses langärmelige T-Shirt hier noch. Das ist so ein Baseball-Shirt. Das hat so einen Stoff, der ist so, wie heißt es nochmal? Also du meinst dieses Gerippte? Ja. Das ist auf jeden Fall richtig comfy und stretchy ist der auch, aber richtig schön, das sieht richtig cool aus. Du hast den Style. Danke, schön. Dann habe ich noch das da. Oh, das ist, ich bin mir nicht ganz sicher mehr, was ich es gewählt habe. Ich glaube, das ist kein T-Shirt, ich glaube, das ist eine Weste. Das ist eine kleine Weste. Und es ist auch richtig kuschelig. Hat auf jeden Fall so ein Muster. Übrigens, die Michelle hat sich wieder alle Pieces in der Größe XS in der Damenabteilung ausgesucht. Das passt ihr perfekt für ihre Größe, die sie hat. Dann habe ich noch dieses T-Shirt hier, das ist so langärmelig und das hat so einen hohen Kragen. Und da steht Feelings drauf. Und das hat dann, das ist wieder so gerippt. Genau, stretchy. Stretchy gerippt. Und auf jeden Fall perfekt für den Herbst, wo es dann ein bisschen wieder kühler wird. Dann habe ich noch diesen Kapuzenpulli hier. Das ist eigentlich so eine Weste, Michelle. Okay. Eine Weste mit Zip. Aber das sieht richtig cute aus. Bitte schau dir das an. Richtig süß. Ist auch nicht so dick. So, ja, so richtig perfekt für den Herbst. Dann habe ich mir für zu Hause noch diese kuschelige Jogginghose bestellt. Die ist grün und die hat so oben einen Bund und unten einen Bund, dass da die Hose nicht so raufrutscht. Da steht California. Auf jeden Fall richtig coole Farbe. Passt richtig gut vom Grün her, mehr vom in den Herbst irgendwie so. Für die kalten Herbsttage habe ich mir noch diesen Sweater bestellt in Weiß und da steht California drauf. Schwierige Farbe, ne? Spaghetti essen und so. Ja, ich muss ziemlich gut aufpassen. Ja, auf jeden Fall weiß und da steht California. Passt auf jeden Fall gut zu der grünen Hose. Ja. Dann habe ich noch hier so eine Weste, diesmal in Grau und da steht Oakland drauf. Aber richtig cool, auch so die kurzen Sachen sind jetzt modern, oder? Also die kurzen Sweater, Hoodies, alles mögliche, oder? Cool schaut das aus, ich liebe Grau. Ich finde so Grau gibt so Kuschel. Ja. Kuschelfeeling, ich weiß nicht. So angenehm, diese Farbe einfach. Ja. Dann habe ich hier einen Hoodie, der ist so bananengelb sozusagen. Ja, eher so ein beige bananengelb. Naja, ich finde in der Kamera kommt es ein bisschen anders rüber. Ist auf jeden Fall mehr gelb als beige, aber auf jeden Fall richtig cool. Kann man aber auf jeden Fall noch beige dazu sagen. Und was steht da drauf? Berlin. Berlin, ja. Berlin. Und man fühlt die Schrift einfach. Ja, die ist ein bisschen fühlbar. Keine Ahnung, wie man sagen. Wie man sagen. Geprint, aber cool. Ja, mega. Coole Farbe. Das ist einfach mal etwas Größeres, oder? Auch so ein bisschen. Ja, Oversize ist jetzt auch. Also entweder total knapp oder total groß. Das dazwischen ist out, okay? Okay, was gibt's noch? Dann habe ich hier noch einen Sweater, der ist so. Der ist echt cool. Der schaut so college-mäßig aus mit den Kragen. Das schaut cool aus. Und der ist auf jeden Fall ein bisschen mehr so grau-beige, oder? So ein dunkleres Beige, aber auch mega cool aus. Und genau, hier mal hier. Hier gibt es auch so wie beim Hals oben. Cool. Und drinnen ist auch ganz weich. Dann habe ich hier noch eine College-Jacke. Die mag ich auch ganz besonders. Die ist jetzt auch wieder so beige. Genau, also beige mit so weißen Armen und da ist ein R. Und schau, das ist ein Rugby. Wahrscheinlich steht das vielleicht für Rugby. Ja, wahrscheinlich. Wirklich? Richtig cool. Und das hat wieder das da wieder oben. Ja, so am Bund halt so diese Gummi. Dann habe ich noch diesen Hoodie hier, der sieht so vorne aus und hinten schaut er. Ups. Entschuldigung, mein Handy. Schaut er so aus mit so einem Schmetterling und Blumen. Cool. Und das ist auch wieder so bananengelb, wie die Michelle sagen würde. Aber es ist eher beige. Aber halt eher ein bisschen gelblicheres Beige. Ja.
Ich lieb's. Die Michelle-Farbendefinition. One point. Dann habe ich noch diesen Pullover hier, der ist so braun oder und wie Mama dann sagen würde, der ist so college-mäßig. Aber es ist wirklich schon so große Kinder, große College-Kinder. Vom V-Ausschnitt halt. Und das ist auch so wie diese eine braune Weste und die graue Weste so. Also du meinst so pre-cropped. Also so ja. Quasi nicht bauchfrei, aber auch nicht lang, sondern richtig am Bund geschnitten sozusagen. Ja. Und der ist halt so im Pulli-Style, ein bisschen so in. Ja, es ist jetzt nicht so dick, aber so semi. So ein leichter Pullover, ein dünner Pullover. Ah, genau. Dünner Pullover würde man dazu sagen. Auf jeden Fall richtig gemütlich. Der schaut der aus und der liegt auch ganz cool am Körper. Dann habe ich mir noch ein Pullover bestellt. Schaut zwar ähnlich aus, ja. Aber ist vom Stoff her auf jeden Fall auch anders und vom Muster, wenn man anschaut. Der ist mehr so gerippt, der andere war so musterig. Der war so ein Muster. Ja. Aber so vom V-Schnitt, selber ja. V-Schnitt. Und richtig coole Farbe. Also ich finde so olivgrün mega. Für den Herbst einfach so eine richtig coole Farbe. Dann habe ich noch diesen Hoodie hier. Der schaut so vorne aus und so schaut er hinten aus. Da steht Good things are coming. Yes. Und der ist babyblau. Richtig coole Farbe. Finde ich richtig schön. Passt auf jeden Fall gut zu dir, Blondie. Wieso Babyblau passt aber zu allem. Und schlussendlich habe ich noch diese grüne Hose hier. Cargo-Hose sozusagen. Das ist richtig modern, gerade Michelle. Immer wenn sie so eine Hose sieht mit so, wie heißt das, so Seitentaschen. Boah, war cool und so. Und ich kann mich voll zurückerinnern an meine Zeit. Das war genau zu der Zeit auch voll modern. Also es kommt ja alles so wieder zurück. Und ja, Cargo-Hosen waren auch zu meiner Zeit damals modern. Und jetzt ist es wieder einfach voll zurück. Voll schlanke Mädels, einfach so weite Sachen. Ja. Und die Farbe ist übrigens ein dunkles Olivgrün. Ja, wie man sehen kann. Dunkles Olivgrün. Richtig cool. Ja, das war's jetzt mit dem Haul, meine Lieben. Das waren jetzt die ganzen Sachen, die Michelle für Back to School sich ausgesucht hat. Und falls ihr auch Bock habt, bei Shein vorbeizuschauen, in der Infobox stehen alle Links zu allen Teilen, die wir euch gezeigt haben. Und auch der Rabattcode steht unten in der Infobox, bei dem ihr richtig sparen könnt, wenn ihr das möchtet. Und ich würde mal sagen, wir sagen Tschüss und bedanken uns fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.